Wir sitzen immer noch auf dem Sessellift, auf dem Semmellift. Auf dem Semmellift, auf dem Berg. Wow! Wow! Wir haben ja schon haben wir gemacht. Heute machen wir was für die Zunge nochmal. Die ja sehr hilft, dass euer Klang auch nach draußen kommt. Erstmal Zungenspitzen. Gerolltes R über die Zungenspitze. Und das gerne ganz einfach mal mit Ton. Kommt schon wieder. Sag mal, kommt der Flieger schon wieder zurück? Oder? Das war ein Kurzurlaub. Das war ein Kurzurlaub. Der Kurzurlaub war aber nicht in Wow. Das wäre zu weit. Ja? Wo kommt ihr her? Verrückt. So schnell. Verrückt. Wir haben einen Zeitsprung hinter uns. Also lasst das R über die Zungenspitze rollen. Versucht es ein bisschen. Das kann nicht jeder. Anbahnung über T. T. Genau. Trrr. Trrr. Die Zungenspitze liegt nämlich beim T schon direkt an der richtigen Stelle. Genau. Und wenn man trrr versucht, kann man die Zungenspitze vielleicht flattern lassen. Ihr könntet trillieren, trillieren, Triller, einen Triller, also kein Triller, sondern ein Triller. Ein Triller. Also die Zungenspitze nach vorne an das T und dann übergehen in das R und macht einen Ton dazu. Rennt jemand. Verrückt. Einfach so. Sehr schön. Es gibt noch ein zweites R, das ist weiter hinten, ne? Ja, das ist das Rachen. Es ist verbreiteter, besonders in Hessen hört man es eigentlich nie, weil es ist ja ein Tiger und kein Tiger. In Hessen gibt es quasi wenig R. Keine also eigentlich kein echtes R. Nö. 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 Selten. Aber man spricht es relativ wenig oder weich aus und deswegen hört man es eigentlich nie. Wenn man es aber übertreibt, kann man ein bisschen gurgeln damit. Es hat ein bisschen was von ja, so, genau, so ein getuntes Moped. Mir fällt ja das Zungenspitzen-R viel, viel leichter. Das ist oft sehr dialektal bedingt. Ja. Also die Bayern oder südländische Länder wie Italien oder so, die haben das eher in ihrem Repertoire. Repertoire. Sehr schön. Das, ich bin zwar Hessin und ich kann auch hessisch babble, wenn ich das tun muss, aber ich muss ja nicht unbedingt. Nö. Man versteht dich auch so. Das R tatsächlich fällt mir in der Zungenspitze leichter. Man kann aber beides wunderbar trainieren und es ist herrlich für Artikulation und hilft, wie gesagt, auch dem Klang, dass er so ein bisschen nach draußen geht. Ihr könnt das mit dem Gurgeln kombinieren, ihr könnt das mit einem Ton. Bei dem Rachen-R ist das ein bisschen schwierig mit dem Ton, aber das könnt ihr bei der Zungenspitze wunderbar machen. Das Rachen-R, das könnte sein, dass ihr danach das Gefühl habt, wir müssten mal was trinken. Genau. Na, dass es so ein bisschen trockener geworden ist, das wird euch bei der Zungenspitze nicht unbedingt so passieren. Jetzt hast du noch was vorbereitet. Hab ich? Blü, ja. Zur Weitung des Kiefers, des Mundraums. Und da geht es darum, dass wir dünn anfangen, also blü, ja. Und das dann auch überartikulieren, um die Weitung des Mundraums hinzubekommen. Also, Resonanzraum. Genau, Weitung. Wir sind wieder so ein bisschen in Wow. Genau. Ja. Okay. Blüja. Also so auch die Lippen sind erst vorne zusammen und werden dann immer breiter und höher und größer und dehnen quasi auch auf. Okay. Und vor allen Dingen ruhig das A dann auch so richtig Mund aufreißen. Lass den Kiefer fallen, dass da so richtig viel reinkommt. Okay. Genau. Nochmal. Blüja. Es wird fast ein Waa. Das wäre jetzt der Tiger. Übrigens, das mit dem R, dass man das R nicht hört, das ist in Deutschland total verbreitet. Wenn
gerade dieses Tiger, das sagt eigentlich kein Mensch. Wir sagen Tiger. Das, ich werde das immer gefragt, wenn ich Phonetikunterricht mache mit Leuten, die eben einen anderen Hintergrund haben, aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind. Und die dann sagen, ja, warum sagt ihr nicht Tiger und Machen? Ja, genau, weil es wird ja so geschrieben. Und so weiter. Wir haben gerade bei kurzen Worten eher ein offenes Ä am Ende. Machen oder ein Ön. Tiger, Lager. Mhm. Ne? Mhm. Wagen. Es ist also nicht ein Wagen und auch nicht ein Tiger, sondern ein Tiger. Oder Machen oder Essen. Machen, genau. Sondern es ist, die Betonung liegt meistens bei kurzen Worten auf der ersten Silbe. Machen, lachen, genau. Sachen, tragen, wagen, lagen und so weiter. Und die Endsilbe wird seltenst betont und dann eben auch ein Konsonant, der da ist, nicht unbedingt nochmal bewusst produziert. Sehr schön. In der nächsten Folge machen wir mit ein bisschen Atmung weiter, wenn ich mich nicht irre. Ne? Mhm. Sehr schön. Freut euch drauf, ihr Lieben. Bis dahin. Türelü. Türelü. Mit R. Mit R. So, jetzt gehen wir wieder runter hier, oder?